Für die Anwohner in Dresden-Friedrichstadt ist es ein Schock. Aus sicherer Entfernung können sie Flammen, Explosionen und Blaulicht beobachten. Grund für den Brand: auf einer Baustelle wird eine Gasleitung beschädigt. Ich habe sofort gesagt, es riecht richtig nach Gas. Die Leute sind auch alle weggegangen, haben die Autos hier weggeschickt. Und keine 10 Sekunden später kam auf einmal eine riesen Stichflamme und alle haben geschrien und die ganzen Leute sind weggerannt. Robert Dressler filmt von seinem Balkon aus das Geschehen. Mehrere Autos und auch der Bagger gehen in Flammen auf. Schnell sind die Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Die Polizei setzt Hubschrauber ein. Die Bilder, die wir hier, als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, die wird man so schnell nicht vergessen. Das waren schon einerseits die Hitze, die man schon in noch mehreren Metern Entfernung ganz stark gespürt hat, und auch die Wucht der Explosion, das war schon beeindruckend. Der Netzbetreiber handelt schnell und stellt das Gas ab. In der Zwischenzeit kommt es immer wieder zu kleineren Explosionen. Der Schaden ist zwar groß, aber wie durch ein Wunder wird niemand verletzt. Das entstandene Gasleck ist mittlerweile abgedichtet, der Einsatz beendet. Heute bleibt die Unfallstelle aber vorerst gesperrt und es wird begutachtet, wie es überhaupt zu der Explosion kommen konnte. Ja, unter anderem darüber spreche ich jetzt live in Dresden mit unserem Reporter Florian Glatter. Ist denn inzwischen schon mehr zur Ursache bekannt, Florian? Nein, es ist noch nicht. Es war zwar ein Ursachenermittler heute Vormittag hier an der Unfallstelle vor Ort, aber da gibt es noch keine neuesten Erkenntnisse. Was aber gesagt werden kann, ist auf jeden Fall, wir haben es auch gerade schon im Beitrag gehört, es gab hier Bauarbeiten, die an der Leitung stattfanden. Das ist eine ja doch mittelgroße Gasleitung gewesen. Mit 400 Bar schießt hier das Gas durch. Deswegen war dementsprechend auch sehr, sehr viel Gas dann relativ schnell draußen, als es kleine Lecks gab zum Beispiel, das sich dann entzündet hat und dann auch schnell Feuer gefangen hat. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass nämlich dieser Transporter hier dann auch relativ schnell ebenfalls Feuer gefangen hat. Da waren Gasflaschen gelagert, die nichts mit der Baustelle eigentlich zu tun hatten, aber die sind dann halt relativ schnell auch dann ja warm geworden, heiß geworden und sind dann explodiert. Und genau das hat dazu geführt, dass hier dann dieses große Chaos dann auch vorzufinden war. Angesichts der Bilder von den Explosionen, von der extremen Flammenentwicklung, es ist ja wirklich ein kleines Wunder eigentlich schon, dass es überhaupt keine Verletzten gab. Wie konnte denn die Situation am Ende doch relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden? Also auf jeden Fall was, glaube ich, da sehr, sehr gut reingespielt hat, war, dass die Feuerwehr gleich mit sehr vielen Einsatzkräften ausgerückt ist. Die haben gleich gesagt, wir nehmen gleich ein paar mehr Leute mit. Es waren dann insgesamt 65 Einsatzkräfte vor Ort, mehrere Löschfahrzeuge, die das dann hier unter Kontrolle gebracht haben. Und wie man genau vorgegangen ist, das kann uns jetzt der Herr Klare von der Polizei, von der Feuerwehr hier in Dresden sagen. Herr Klare, Sie haben ja gerade auch schon im Beitrag gesagt, also es war ein sehr chaotisches Bild, was sich erstmal ergeben hat. Es war sehr warm. Wie haben Sie dann erstmal reagiert? Was haben Sie jetzt erstes gemacht? Ja, wir haben zunächst Abstand gehalten, haben uns Deckung gesucht, um uns einerseits vor der starken Hitze und dem Rauch zu schützen. Andererseits fanden immer wieder Explosionen statt und das ist natürlich eine große Gefahr für die Einsatzkräfte. Wir haben dann zeitnah und ganz schnell versucht, Kontakt zum Netzbetreiber aufzunehmen, dass die Gaszufuhr abgedreht wird. Und nachdem das dann passiert ist, wurde dann auch diese Flammenwand immer kleiner und wir konnten dann mit der Brandbekämpfung richtig vorgehen. Gleichwohl haben wir aber zu Beginn des Einsatzes zunächst eine Art Riegelstellung aufgebaut, um die Gebäude, die sich hier in unmittelbarer Nähe befinden, gegen diese starke Hitzeentwicklung zu schützen. Riegelstellung, was heißt das konkret? Also Sie stehen dann da mit Schläuchen bewaffnet und kühlen dann die Häuser hier ringsherum, oder? Genau, also kann man sogenannte Wasserschleier beispielsweise aufbauen. Das muss man dann eben immer bezogen auf das jeweilige Gebäude oder das jeweilige Objekt machen. Und wir schützen sozusagen mit diesem Wasser vor dieser großen Hitze und dass es zu weiteren Beschädigungen oder gar Zerstörung kommt. Vielen Dank für die Informationen, Herr Klare. Ja, großes Aufatmen natürlich nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auch beim Netzbetreiber, mit denen habe ich vorhin gesprochen. Auch da ist man natürlich froh, dass es hier zu keinen Schäden, jedenfalls Personenschäden kam. Der Schäden, der Sachschaden, der lässt sich laut Dresdner Verkehrsbetriebe auf jeden Fall mindestens 6-stellig bemessen. Die Leitungen, die Oberleitungen sind kaputt, die Masten ringsherum, die müssen auf jeden Fall aufgebaut werden. Da gibt es auch gerade ein paar Besprechungen, wie das Ganze erfolgen soll in den nächsten Tagen, sodass man hier auf jeden Fall noch ein paar Tage, vielleicht sogar eine Woche beschäftigt sein wird. Vielen Dank, Florian Glatter, für diese Informationen live aus Dresden.